Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir auf ein paar sehr nützliche Ausdrücke und teilweise auch Nomen-Verb-Verbindungen, die ihr sehr gerne im Arbeitskontext benutzen könnt. Bleibt dabei! Als erstes schauen wir auf eine Nomen-Verb-Verbindung, und zwar eine einvernehmliche Lösung finden oder erreichen. Was bedeutet das? Diese Nomen-Verb-Verbindung kannst du immer so im Geschäftskontext benutzen oder auch dann, wenn es sehr, sehr wichtig ist, eine Lösung zu finden. Was ist eine einvernehmliche Lösung? Das ist eine Lösung, die für alle Seiten zufriedenstellend ist, die für alle Seiten akzeptabel ist, mit der eben alle Beteiligten gut leben können. Zum Beispiel kannst du am Anfang eines Meetings sagen, unser Hauptziel ist es heute, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das heißt, ihr habt ein Problem und euer Ziel ist es heute, diese Wege zu finden, dieses Problem zu lösen. Und zwar solche Wege, die für alle Beteiligten eben akzeptabel sind. Oder sagen wir, dass im Unternehmen, wo du arbeitest, gerade viele Problemchen sind und es gab schon so mehrere Verhandlungsrunden, um diese Problemchen zu lösen. Und es war sehr schwierig, eine Lösung zu finden. Und dann kannst du endlich sagen, nach mehreren Verhandlungsrunden ist es uns endlich gelungen, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen, bei der alle Seiten von der Gewinnbeteiligung profitieren können. Das heißt, es war ein langer Weg, aber wir haben tatsächlich eine Lösung gefunden, mit der alle gut leben können, die für alle eben zufriedenstellend ist. Nummer zwei ist heute Bedenken äußern. Das bedeutet so gewisse Zweifel oder Sorgen oder einfach Anmerkungen zu einem bestimmten Problemchen oder einer bestimmten Situation zum Ausdruck bringen. Es geht immer darum, eben auf potenzielle Risiken oder Problemstellen hinzuweisen, die dich persönlich beschäftigen. Also dich besorgt etwas, was vielleicht in der Zukunft stattfinden soll und du möchtest das eben beleuchten. Beispielsweise hat ein Kollege von dir einen Vorschlag vorgestellt und du siehst da schon ein paar Risiken oder Problemstellen oder Unstimmigkeiten und sagst, also ich würde gerne meine Bedenken bezüglich dieses Vorschlags äußern. Das heißt, du möchtest jetzt deine Sorgen oder deine Zweifel vielleicht zum Ausdruck bringen. Oder sagen wir, dass dein Chef gerade einen Zeitplan für das nächste Projekt vorgestellt hat. Und du denkst, dass das ganz schön eng sein könnte, zeitlich gesehen. Und sagst, also ich möchte meine Bedenken bezüglich des engen Zeitplans äußern. Erfahrungsgemäß glaube ich, dass wir mehr Puffer einplanen sollten. Also das heißt, du denkst, dass dieser Zeitplan so nicht funktionieren kann, dass man wahrscheinlich aufgrund vielleicht gewisser Verzögerungen oder Problemstellen oder anderer Sachen das so nicht schaffen kann und deswegen möchtest du deine Sorgen zum Ausdruck bringen. Also Bedenken äußern. Nun nehmen wir eine weitere Nomen-Verb-Verbindung und zwar einen Standpunkt vertreten. Diese benutzt du sehr häufig, wenn du im offiziellen Kontext bist, beziehungsweise auch überzeugender klingen möchtest. Zum Beispiel kannst du sagen, ich vertrete den Standpunkt, dass wir eine nachhaltige Lösung brauchen. Das kannst du sagen, wenn du eben keine jetzt kurzfristige kleine Lösung möchtest, sondern eine langfristige, eine nachhaltige Lösung. Oder sagen wir, dass du ein Manager in einem Unternehmen bist und eben gerade deinen Standpunkt, deine Meinung stark verteidigen musst. Und dann sagst du, also ich vertrete den Standpunkt, dass diese Investition in neue Technologien unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken wird. Also damit zeigst du, das ist deine Meinung, davon bist du überzeugt. Ja? Also ich vertrete den Standpunkt. Als nächstes nehmen wir tatsächlich ein Partizip bzw. eine Wendung und zwar bezugnehmend auf.
Das klingt wirklich sehr offiziell, ist aber sehr nützlich, wenn du einen Bezug bzw. einen Zusammenhang herstellen möchtest. Du möchtest deinem Gesprächspartner oder der Person, mit der du schreibst, zeigen, wir hatten schon Kontakt zum Beispiel und nun baue ich darauf auf. Also, ich beziehe mich darauf. Zum Beispiel, bezugnehmend auf unser Gespräch vom 1.5. möchte ich Ihnen noch folgende Informationen zukommen lassen. Damit zeigst du deinem Gesprächspartner bzw. dem Leser, wir hatten schon Kontakt. Dann erinnert sich die Person daran, ne? Sie weiß, worum es geht. Und dann sagst du, jetzt folgen noch neue Informationen. Oder sagen wir, dass ihr in eurem Unternehmen jetzt ein Treffen habt und dann sagst du, bezugnehmend auf die Umfrageergebnisse möchten wir einige Änderungen in unserer Strategie vornehmen. Das heißt, ich beziehe mich auf diese Ergebnisse. Dort stehen relevante Informationen, warum wir jetzt unsere Strategie irgendwie ein bisschen verändern wollen. Wir schauen jetzt auf eine weitere Nomen-Verb-Verbindung und zwar etwas in Aussicht stellen. Diese kannst du auch sehr gerne im offiziellen Kontext benutzen, wenn du eben etwas vorschlagen möchtest, wenn du eine mögliche Entwicklung vorstellen möchtest oder einfach etwas ankündigst. Beispielsweise kann man manchmal bei irgendwelchen Unternehmen so etwas lesen. Wir könnten ihnen eine mögliche Lieferzeit von 2 Wochen in Aussicht stellen. Das heißt, sie könnten es dir oder dem Unternehmen eben vorschlagen, gewährleisten. Oder sagen wir, dass dein Chef quasi jetzt eine Gehaltserhöhung angekündigt hat. Und zwar kannst du sagen, der Geschäftsführer hat eine Gehaltserhöhung für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Vorausgesetzt, die Unternehmensziele werden erreicht. Also er hat diese Gehaltserhöhung angekündigt. Also sie wird kommen, wenn wir eben die Unternehmensziele erreichen. Als letztes nehmen wir heute zum Entschluss kommen. Was bedeutet das? Das bedeutet eine endgültige Entscheidung treffen bzw. finden. Und zwar nachdem man verschiedene Optionen, Meinungen und so weiter ausdiskutiert und in Betracht gezogen hat. Das ist also wirklich diese endgültige Entscheidung am Ende eines Prozesses. Zum Beispiel hat sich dein Unternehmen überlegt, die Zusammenarbeit mit einer neuen Marketingagentur anzufangen. Allerdings, nach langen Diskussionen und Überlegungen, sagst du, wir sind zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit der aktuellen Agentur fortzusetzen. Das heißt, das ist jetzt diese endgültige Entscheidung, die stand jetzt euch eben richtig erscheint. Oder ihr hattet so ein Meeting, Personalmeeting und habt da auch über verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert. Und dann sagt der Geschäftsführer, nach langen Diskussionen sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir unser Produktportfolio um eine Produktlinie erweitern sollten. Das heißt, nach all diesen Gesprächen, Diskussionen und so weiter haben wir diese endgültige Entscheidung getroffen, dass uns jetzt vielleicht ein Produkt noch fehlt. So, ihr Lieben, wir sind bereits am Ende dieses Videos und ihr wisst ja, Übung macht den Meister. Deswegen werde ich für euch jetzt hier eine ganz, ganz kleine Übung hinterlassen. Macht sie unbedingt, denn erst dann könnt ihr verstehen, ob ihr diese Ausdrücke tatsächlich verstanden habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen. Hinterlasst gerne ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.